Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII Rebirth. Wir sind hier im tiefsten Kern von Junon, haben uns zwischenzeitlich verkleidet, damit wir uns hier unerkannt und unentdeckt fortbewegen können und möglichst nah an Rufus rankommen können. Und ja, wir werden nicht einfach nur die Parade begleiten, die hier bald in Kürze stattfindet, bald in Kürze schön doppelt gemoppelt, sondern wir werden auch ganz vorne stehen, weil wir, obwohl wir das Training in Augen der Anführer hier, keine Ahnung, wie man die nennt, ja, gut genug waren scheinbar in unserer Trainingseinheit, dass wir ganz vorne stehen werden und jetzt Leute zusammentrommeln müssen, die hier mit uns mitmachen und die das Ganze vervollständigen. Wie gesagt, diese ganzen Begrifflichkeiten, Einheiten, Kompanie, Gardist, Kommandant, ich kann das alles nicht auseinanderhalten. Das ist alles nicht meine Welt. Auf jeden Fall sind wir jetzt mit einer Aufgabe betraut, haben beim letzten Mal schon 2 von 10 Leuten, die wir finden müssen, aufgegabelt, wie man oben links unschwer erkennen kann. Und die restlichen werden wir eventuell heute mitnehmen, wenn ich denn fündig werde. Ich habe mich ja beim letzten Mal orientierungsmäßig schon ein bisschen schwer getan, aber es kann fast nur besser werden als beim letzten Mal. Wir werden sehen. Das ist hier nämlich alles sehr verschachtelt und verwinkelt und ja, super leicht hier irgendwie Sachen zu übersehen. Aber ich mag das. Also diesen Bereich hier, den mag ich irgendwie, weil der ist zwar kompliziert, aber so ein bisschen gangmäßig und der erinnert mich an diverse andere Spiele. Ich erinnere das teilweise auch hier ein bisschen, wenn ich diese Bar so sehe. Hat ja beim letzten Mal schon Bioshock-Assoziation. Das erinnert mich teilweise hier jetzt wieder an Yakuza. Also es ist ein Feuerwerk an Eindrücken, die man hier mitnimmt. Und das feiere ich. Finde ich cool. Der Bereich ist auf jeden Fall... Ach nee, hier ist eine Scheibe davor. Ich dachte, man könne vielleicht hier runterspringen, was ein bisschen Kamikaze-mäßig wäre. Es gefällt mir auf jeden Fall besser als das Außenareal hier von Junon, weil du hier nicht so viel davon mitbekommst, dass du dich in so einer Militärfestung gerade befindest. Das hier sieht alles... Es könnte auch eine ganz stinknormale Stadt sein, wenn die Leute, die hier rumlaufen würden, nicht alle so auffällig gekleidet wären, sage ich mal. Und ja, ich bin da gerade an jemandem... Ist das Elena? Ich war Root nicht nur ein Klotz am Bein, der Chef hat's vermutlich auch noch gesehen. Lass mich bitte in Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe. Okay. Bisschen tut sie mir ja schon leid, obwohl sie bei unserer letzten Begegnung ganz schön frech war in den Nitrilminen, aber naja. Jemandem, der am Boden liegt, da sollte man nicht nochmal nachtreten, deswegen lassen wir sie mal mit ihrem Getränk in Ruhe. So, was geht hier ab? Sogar mit Liveband. Sehr schicker Laden, muss ich sagen. Ich mag das auch, dass das hier alles so dunkel ist von der Ausleuchtung her. Zumindest da, wo die Leute sitzen. Ich finde, es gibt nichts Unangenehmeres als ein schönes Café oder eine schöne Bar oder auch ein Restaurant, wenn diese Lokalitäten so extrem überbeleuchtet sind. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich dann von außen in solche Lokale schon reingucke, dann habe ich immer gar keinen Bock drauf, dort den Abend zu verbringen. Ich habe es tatsächlich bei solchen Einrichtungen lieber ein bisschen schummriger, ein bisschen dunkler. Hi. Was ist? Siehst du nicht, dass wir gerade beschäftigt sind? Sein Helm! Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung, Kommandant. Genug gefaulenzt. Raus, sofort! Jawohl! Das ist bisher echt meine liebste Main-Story-Quest, muss ich sagen. Weil ich finde das sehr unterhaltsam. Also die Orte, wo man hier entlang läuft, das ist alles so neu, so frisch. Dann der neue Cloud, ja, den zu erleben, das ist echt eine Wonne. Ich bin jetzt schon wieder traurig, wenn er wieder in seine alten Verhaltensmuster zurückfällt. Also traurig ist ein bisschen übertrieben, ihr wisst, wie ich das meine, ne? So ein bisschen mit den Augenzwinkern. Ich habe ja beim letzten Mal schon gefeiert, dass er hier so den Autoritären raushängen lässt, auch wenn das jetzt so klingt, als würde ich autoritäre Leute mögen, aber ich mag Menschen, die eine Ansage machen können, schlagfertig sind und für sich selbst einstehen können, sage ich mal. Das kannst du natürlich auch, wenn du ein bisschen ruhiger bist, aber trotzdem. Ich hatte ja beim letzten Mal schon den Vergleich zu Barrett auch gezogen und warum ich mich mit Barrett eher
eher arrangieren kann, sage ich mal, charakterlich oder identifizieren kann, viel eher. Arrangieren kann ich mich mit jedem. Das ist gar kein Thema. Ich finde Menschen sogar meistens spannender, die ein bisschen anders drauf sind als ich, aber wenn es so um Sympathien in Videospielen geht, na, wobei, da würde ich auch nicht prinzipiell sagen, dass die Leute, die mir ähnlich sind, mir sympathischer sind. Tatsächlich mag ich oft auch in Spielen die ruhigeren Charaktere ganz gerne. Hey, seht mal! Oh, sehr verdächtig. Das war wirklich verdächtig. Was war denn das für eine Geheimsprache? Das legitimiert dich wahrscheinlich, da reinzukommen. Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Ich war ein bisschen verwirrt. Ey, dieser Massenauflauf hier immer. Ach, die folgen mir alle. Das war beim letzten Mal gar nicht aufgefallen, als ich da so durchgerannt bin gegen Ende der letzten Folge. Und dachte, ich mache jetzt hier Stress. Oh, das stresst mich aber, dass ihr mir jetzt hier so an den Fersen klebt. Habt ihr kein Zuhause? Ihr habt frei für heute Nachmittag. Lasst mich in Ruhe. Ich will euch nicht an meinem Rockzipfel haben. So, The Glabrescent Bar. Das muss aber eine sehr komische Bar sein, wenn Leute hier so komische Zeichen brauchen, um sich Zugang zu verschaffen. Aber wir gucken mal. Root, erklär du es ihnen. Zum ersten Mal hier? Wer hier trinken will, muss seinen Helm abnehmen. So steht es in den Regeln. Also? Könnte es sein, dass ihr etwa keine Glatzen habt? Moment! Dieser Mann ist unser Kommandant! Sir, in dieser Bar herrschen besondere Regeln. Helme sind hier nicht erlaubt. Eure Pause ist vorbei. Alle nach draußen! Sir! Verstanden! Ich glaube, ich habe meinen neuen Lieblingsort in ganz Junon gefunden. Was war das bitte für ein wunderschöner Track, der da lief? Schade, dass die Cutscene nicht weiterging und wir die so schnell unterbrochen haben. Voll schön, ja. Also ich klinge wahrscheinlich wie so eine richtige Saufnudel, aber wir tingeln ja hier gerade von Bar zu Bar und habe da auch so Präferenzen. Ich habe Lokalitäten, die mag ich gar nicht und solche, die mag ich. Das andere Lokal war halt so ein bisschen Etepetete und das hier ist so rustikal. Aber diese fröhlichen Menschen, die hier zusammen gesungen haben, die haben mein Herz im Sturm erobert. Und am Ende ist sowas hier immer gemütlicher und vertraulicher als so ein Etepetete-Laden, der ein bisschen größer ist. Ah, ich bin ja... Ich bin voll angetan von dem Track, der hier auch immer noch im Hintergrund läuft. Mega. Hoffentlich bleibt das nicht der einzige Augenblick, wo wir den zu hören bekommen. Aber ich wette, das hier ist sehr exklusiv. Würde ich mal vermuten. So. Wer hier trinken will, muss sich von seinem Helm verabschieden. Wir sind hier alle vom gleichen Schlag. Vom Kartschlag. Ihr seid auch bei der Parade dabei, was? Wünsche euch viel Erfolg. Wer hier trinken will, dabei sein ist das eine, ne? Wir haben sogar eine relativ gewichtige Rolle. Aber was ich halt echt nicht verstehe, ist, warum, auch wenn ich dieses Wortspiel mit dem Kahlschlag ganz lustig finde, aber warum müssen denn die Leute hier Glatzen tragen? Dass man den Helm abnehmen muss, das ist das eine. Also in Deutschland würdest du wahrscheinlich ganz schnell als politischer Club hier abgestempelt werden, wenn das die Anforderung wäre. Naja, sehr interessant. Aber allein durch dieses Lied werde ich dieses Lokal hier immer im Herzen behalten. Mag ich. Gefällt mir. Cool hier. Bisher haben wir einige sehr interessante Orte gefunden. Mal gucken, was da noch kommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier noch getoppt werden kann, was wir gerade gesehen haben.
Auch wenn sich dort vielleicht nicht unbedingt die Leute getummelt haben. Wobei ich glaube, dass man wer war das gerade nochmal? Reno? Nee, das war nicht Reno, warte. Root war das. Musste gerade nochmal gucken, weil ich mir nicht sicher war. Eigentlich peinlich, die beiden miteinander zu verwechseln. Aber ich bin nicht so tief im Game drin wie manch anderer. Insofern bitte ich das zu entschuldigen. Aber ich glaube, mit dem kannst du ordentlich feiern. Unabhängig davon, welche Positionen wir so abseits davon vertreten. Ich glaube, abends auf ein Bierchen oder auf ein Whisky mit dem kann durchaus interessant sein. So, dann bin ich jetzt hier, glaube ich, mit der Umrundung einmal durch, weil hier... Nee, hier starteten wir nicht. Moment. Hä? Das hier ist jetzt... Ah, das ist einfach ein anderer Eingang in den Bereich. Alles klar, gut, dass ich das noch gesehen habe. Was steht da oben? Nautilus, Restaurant und Bar. Da kommen wir aber nicht rein, oder? In dem Lokal hier war ich nicht drin, richtig? Schade eigentlich, weil das hier so mit so einem Riesenschild angepriesen wird. Sieht so ein bisschen aus wie das Aushängeschild hier in diesem, ich will dazu mal sagen, Einkaufszentrum. Aber Einkaufszentrum klingt so, wenn man an unsere Großstädte denkt, irgendwie so degradierend im Vergleich zu der Schönheit, die man hier so vorfindet, mit Blick auf die einzelnen Läden und Einrichtungen. Weil das hier zum Beispiel... Was soll das sein? Ist das ein Laden? Ist das ein Museum? Wurde das angezeigt, als ich hier reingegangen bin? Waffenladen, volles Arsenal. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Weil das hier hat ein bisschen Museumscharakter. Das Ding hier wirst du wahrscheinlich nicht kaufen können, oder? Wobei, in der jetzigen Zeit kämpfen die tatsächlich noch mit sowas. Von daher muss ich das wieder revidieren. Warum ist denn da so ein Marker? Achso, weil wir hier mit dem Nächsten sprechen können. Ich war gerade wieder irritiert, weil auf der großen Karte ist ja nur die Range, also das Gebiet abgebildet hier so, wo man suchen muss. Ich hatte vergessen, dass die richtigen Leute auch so ein Ding über dem Kopf haben. Hi. Was denn? Du willst uns doch nicht etwa den limitierten Bausatz wegschnappen? Alter, guck dir seinen Helm an! Kommandant! Ich bin untröstlich! Genug gefaulenzt! Raus! Sofort! Verstanden! Müssen die so laufen, wie die immer laufen? Das sieht so ulkig aus. Und dadurch, dass die das alle gleich händeln, vielleicht soll das auch einfach nur so ein Gag sein, aber vielleicht wird denen das auch so antrainiert. Ich habe keine Ahnung. So, hier kann ich ansonsten mit niemandem reden, aber mit dir. Herr Kommandant! Wie wär's mit einer neuen Waffe? Tja, das hängt ganz von deinem Sortiment ab. Ausverkauft. Warum ist hier so viel ausverkauft? Was soll das? Barbaren, armreif. Ich habe ja beide Sachen schon, die ich hier kaufen kann. Bringt mir das dann überhaupt so viel? Für Aerith wäre das auf jeden Fall ein Upgrade. Da könnte ich so ein Ding nochmal mitnehmen. Wir haben 16.450. Ich glaube, ich kaufe noch ein zweites davon. Vielleicht kann ich das auch irgendwann mal... im Zuge unserer Synthese verwursten oder so. Herr Kommandant, ich schwinge mein Fähnchen für Sie. Ja, musste nicht. Patriotismus brauche ich nicht unbedingt, aber ich glaube, das gehört hier in Junon zum guten Ton. Ich wollte Aerith was Neues anlegen, genau. Und zwar Metallarmreif. Und Barbarenarmreif. Da habe ich allerdings schon die Plus-Ausführung. Ich habe jetzt gerade die Standardausführung gekauft. Mit plus 4, plus 18. Und hier hätte sie plus 6, plus 21. Ist das Ding für die anderen nicht besser? Ist das tatsächlich schwächer als dieser Elferdunkreif, den wir hier haben? Ach so, das geht schon wieder auf die magische Abwehr. Okay, dann verstehe ich auch wieder den Struggle. Da hatte ich mich vor nicht allzu langer Zeit ja schon wieder gedanklich ein bisschen mit auseinandergesetzt. Aber dann würde ich sagen, für sie spricht eigentlich nichts dagegen. Soll sie sich das mal gönnen? Der Magitech-Reif ist ja noch besser. Moment, eventuell habe ich hier noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Armschutz der Klasse, bla. Nee, dann bekommt sie einmal das. Dann hat sie auch weitere Slots. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Und dann kann ich bei Red ja auch gleich mal gucken. Ah, falsche Kategorie. Aber der hat ja auch den Elfer-Dunkreif. Das heißt, die anderen...
Reif der Königin, was ist denn da los? Ein silberner Reif der Klasse 4, der den Angehörigen des Ritterordens... Den die Angehörigen des Ritterordens der Königin trugen. Okay, warte mal. Das war jetzt eine interessante Erkenntnis. Warte mal, dieser Elferdunkreif, wie viel? Der hat auch 2 Slots. Das heißt, mit Blick auf die Materia-Slots würde sich nichts verschieben. Physische Abwehr plus 4. Lass mich mal kurz gucken. Er hat 61 tiefer, 54, 65 tiefer. Hat zumindest bei der physischen Abwehr den größten Upgrade-Bedarf. Deswegen wird sie diesen Reif der Königin jetzt einmal bekommen. Jawollo. Ein Reif der Königin für die Königin. Das passt ja. So, und bei den anderen? Jetzt bin ich ja irgendwie doch ein bisschen verunsichert. Warte mal. Dieser Magitek-Reif, den hat jetzt Aerith. So, und bei den anderen Sachen... Da könnte ich maximal den Fokus verlagern von physisch auf magisch, aber das möchte ich nicht. Zu der Erkenntnis bin ich ja vor einer Weile schon mal gelangt. Nee, dann passt das. Haben wir aber doch noch die ein oder andere Justierung hier hinbekommen. So, der Laden daneben ist wahrscheinlich Materia und Zauberfibel. Nee, Crema-Laden und Materia-Laden. Oh, wie hübsch diese Läden hier aber auch sind. Das sieht alles, ich bin ja auch vor nicht allzu langer Zeit erst in Dublin gewesen im letzten Jahr. Und manche Gebäude erinnern mich hier so ein bisschen daran. Also das war alles nicht so modern. Dublin ist ja auch eine Stadt, wo die Gebäude relativ alt und über weite Strecken auch sehr marode sind. Es hat trotzdem so einen ganz eigenen Charme. Das hier ist alles ein bisschen auf Hochglanz poliert und so. Und vielleicht nicht eins zu eins zu vergleichen, aber es ging mir um den Stil so ein bisschen. Um die Farbgebung, um ne, wie die Fenster hier auch eingebaut sind und so. Sicher auch eine Menge Menschen. Was gibt's denn? Den Helm kenne ich doch. Leute, das ist unser Kommandant! Salutiert! Was lungert ihr hier rum? Die Parade beginnt gleich, also haltet euch an mich. Jawohl! Kein Wunder, dass die Kommandanten hier irgendwann alle so größenwahnsinnig werden. Weil die hier so viel Macht haben, weil die Hierarchien auch so streng sind. Irgendwann, wenn du das ein paar Wochen, Monate, Jahre machst, denkst du wahrscheinlich wirklich, du bist der Geilste auf der Welt, nur weil du Leute rumkommandieren kannst. Das ist schon gefährlich, wenn du nicht willensstark und mit Empathie gesegnet bist. Wir haben nur die allerbeste Materia im Angebot. So, na dann lass mal gucken. Da spuckt jemand auf jeden Fall sehr große Töne und alles haben wir schon mindestens einmal. So, Chakra, ein zweites Mal brauche ich nicht. Analyse, ein zweites Mal brauche ich nicht. Glücksboost vielleicht irgendwann. Meister der Gegenstände finde ich gar nicht so uninteressant, aber würde ich jetzt auch nicht ein zweites Mal kaufen. Bin ja fast ein bisschen enttäuscht, Mensch. Nicht eine einzige neue Materia. Wie sieht's mit Heilung aus? Heilen gibt's. Mir wurde ja empfohlen, mehrere Heilungsmateria parallel zu leveln, aber aktuell... weiß ich nicht. Ich kaufe mir mal eine dritte. Aktuell können wir es uns ja noch irgendwie leisten. Ob ich die jetzt allerdings irgendwo untergebracht kriege... War unser Sortiment zufriedenstellend? Ja, nee, eigentlich nicht. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, Kumpel, Sortiment war ausbaufähig, würde ich sagen. So, aber ich hatte doch hier bei Aerith genau 2 neue Slots. Die hatte ich ganz vergessen zu befüllen. Und da könnte ich doch zum Beispiel eine weitere Heilungsmateria reinballern. Und wir könnten noch irgendwas anderes verstärken. Von Gewitter habe ich ein paar, von Luft habe ich ein paar. Automagie muss ich nicht weiter leveln. Und das gilt auch nur für die verbundenen Materia. Aber, wenn ich das richtig verstehe, dann verballern die ja bei dem automatischen Einsatz die ganze Zeit MP. Oder ist das so ein Zaubereinsatz, der nichts kostet? Das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen bin ich so hin und her gerissen, weil würde das nichts kosten, wäre das halt mega attraktiv. Und was ich auch daran nicht verstehe, die zaubern doch auch so, wenn du die nicht steuerst, ihren Kram. Oder machen die das gar nicht? Nee, das machen die gar nicht, ne? Nee, das machen die nicht, das stimmt. Sonst würden ja auch im Kampfsimulator und so die MP immer ganz schnell runtergehen. Nee, dann habe ich mir die Frage, glaube ich, gerade selber beantwortet.
So, Meister der Gegenstände, festgelegte Zahl von Anwendungen, ohne ATP-Verbrauch einzusetzen, gezählt wird automatisch. Ey, das ist eigentlich gar nicht so uninteressant. Warte mal, das hier packe ich jetzt rein, ohne weiter zu suchen. Weil das heißt, ich hätte pro Kampf, korrigiert mich, wenn ich das falsch bewerte, einen Freischuss zum Beispiel, um Ether einzusetzen. Wenn der Einsatz ohne den Verbrauch von ATB-Einheiten möglich ist, leuchtet Gegenstände im Kommandomenü auf. Gegenstände ohne ATB-Verbrauch einsetzbar. Noch dreimal bis zur Wiederaufladung. Okay, also da verstehe ich auf jeden Fall den Unterschied zwischen den Materia, aber warum gibt man denen nicht unterschiedliche Namen? Warum haben die exakt den gleichen Namen? Das ergibt doch keinen Sinn. Warum so kompliziert? Ist das im Englischen auch so oder im Japanischen? Was darf es heute sein? Das sehen wir gleich, meine Liebe. Oh mein Gott, die erste Händlerin, die Ether anbietet. Aber zu einem Preis, der sich gewaschen hat. Oh, das ist so teuer, ey. Das kann ich nicht bringen. Okay, warte mal. Das hier auf 10 erhöhen, das machen wir auf jeden Fall. So, ich werde jetzt 1850 dafür noch ausgeben. Dafür kann ich mir 3 weitere noch kaufen. Das machen wir. Ne, wisst ihr was? Ich gehe jetzt auf 15 nach oben. Und dann ist er auch gut. Ja. Und wenn ich irgendwann wieder Geld über habe. Ach, Kissen wollte ich auch noch einmal hochkaufen. Ja gut, jetzt bin ich doch ein bisschen mehr am Geld ausgeben gewesen. Aber das sind alles Dinge, die ich irgendwann mal brauchen werde. Und beim Ether habe ich mich bisher immer angestellt. Den habe ich ja... Ich glaube, einmal habe ich Ether schon benutzt hier im Let's Play, aber alles, was darüber hinausging, naja. Warum ist Einheiten suchen 6 von 10 gerade ausgegraut? Ach, weil ich nur 5 brauche. Aber ich könnte theoretisch jetzt noch 4 weitere suchen, richtig? Ich würde die schon ganz gerne einmal komplett haben, weil ich diese Szenen auch immer sehr erheiternd finde. So, hier haben wir den Rastpunkt aka Herberge. Books steht da oben drüber. Einkaufszentrum Erdgeschoss. Das ist tatsächlich als Einkaufszentrum deklariert. Also zumindest der Bereich hier. Das sieht dabei eher aus wie so eine schöne, urige Bücherei. Ey, ich finde das hier alles so hübsch. Das ist hier nämlich... Also das ist nicht so protzig, sage ich mal. Auch wenn der Raum da hinten schon ein bisschen protzig ist. Aber ich finde, das ist hier auch so schön vermengt. Moderne mit Altertümlichkeit, sage ich mal, und Urigkeit. Ich mag diesen Kontrast hier sehr. So, hier in den Aufzug kommen wir nicht. Hier könnten wir wahrscheinlich gegen ein ordentliches Sümmchen uns hinlegen. Wie wäre es mit einem Zimmer? Nee, wir passen nicht alle in ein Zimmer. Du musst das bei unserer Gruppengröße ein bisschen klüger anstellen. Wobei, wir sind hier gerade alleine. Ach nee, meine Begleiterinnen sind auch da. Na gut, zu dritt hätten wir uns durchaus ein Zimmer teilen können. Ich nehme alles zurück. Was ist denn da für ein Smiley? Steht da einer meiner Mitstreiter? Barrett und Red werden hier wahrscheinlich irgendwo chillen. Herzlich willkommen. Danke. Das ist ja mal ein netter Empfang. Was ist das denn hier für eine Kuriositätenkiste? Bin voll fasziniert von diesem Ort. Willkommen in der Junon-Filiale der Zauberfibel. Auch diese Woche freuen wir uns wieder, Ihnen unsere persönliche Buchempfehlung geben zu dürfen. Meine derzeitige Nummer 1 ist definitiv der Roman Der letzte Flug. Die Story ist so mitreißend, dass man an nichts anderes mehr denken kann. Eine tragische Romanze zwischen einem Mitglied der Luftwaffe und seiner Kommandantin. In der Szene, in der sie ihrem Liebsten befiehlt, in den Kampf zu ziehen, braucht man packungsweise Taschentücher. Okay, das klingt gar nicht so uninteressant. Das meine ich nicht mal scherzhaft. Weil Leute, die nie viel gelesen haben, werden das nicht verstehen. Aber ich habe früher, als ich sehr viel gelesen habe, auch oft mal ein Tränchen vergossen bei Büchern, die gut geschrieben waren oder die mich irgendwie gepackt oder berührt haben. Willkommen in der Junon-Filiale der Zauberfibel. Achso, das ist nochmal genau das Gleiche, oder? Kommt man hier auch raus? Achso, ja doch, wenn du Kreis drückst, dann kannst du das wegdrücken. Okay, also die lebt ihren Job auf jeden Fall. Ich habe in meiner ganz frühen Jugend tatsächlich auch mal als Traumjob gehabt, in einer Bücherei oder so zu arbeiten oder in einem Bücherladen. Bücherei wäre übertrieben. Ich bin tatsächlich nicht so oft in Büchereien gewesen, aber oft in Bücherläden.
und habe mein erstes damals verdientes Geld durch Nebenjobs auch viel in Bücher reinvestiert und habe mich tatsächlich erst vor wenigen Jahren oder mit dem letzten Umzug, ich bin ja 2020 das letzte Mal umgezogen, da habe ich mich vom Großteil meiner Büchersammlung schweren Herzens getrennt, einfach aus Platzgründen. Hi. Herr Kommandant, was für eine Ehre. Haben Sie Interesse an der Buchempfehlung eines Fibelinchens? Ich kann Ihnen Shinras Militärphilosophie ans Herz legen. Das Buch ist ein philosophisches Meisterwerk. Man sieht die Welt einmal mit den Augen eines Militärangehörigen, was einen sehr zum Nachdenken anregt. Ach, wie unhöflich von mir. Sie kennen dieses Buch ja eh schon. Warum ist das Pflicht für Leute meines Standes in Anführungsstrichen sowas gelesen zu haben? Wahrscheinlich wird das in irgendwelchen Militärschulen oder so einem aufgezwungen. Aber ich finde es irgendwie schade. Wahrscheinlich schreibt das Land das irgendwie vor, diese Bücher hier zu empfehlen oder so. Aber habt ihr keine anderen Themen? Also wenn ich umgeben wäre von Militär hier, Militär da, dann würde es mich eher in Richtung, weiß ich nicht, Fantasy oder andere, so in andere Richtung einfach ziehen. Wisst ihr, was ich meine? Unsere Mitarbeiterinnen haben schon Charme, stimmt's? Ja, kann man so sagen. Ach, du bist der WP-Heini. Ja, okay, warte mal. Können wir vielleicht ein bisschen was machen? Ich bin jetzt bei Red. Eisige Verkettung. Erhöht das TP-Maximum. Verlängert Dauer der Recherhaltung. Erhöht Aufladungsmenge der Recherleisten. Ich bin schon so ein Vitality-Junkie. Weiß ich nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe, aber damit kriegt man mich oft. Nicht immer. Kommt so ein bisschen auf die Alternativen an. Erhöht die magische Attacke um 20. 20 ist schon relativ viel. Da brauche ich gar nicht nach den Alternativen zu gucken. Erhöht den Schaden von Sturm. Nee, das ist mir alles nix. Ein Plus von 20, da kann nix gegen anstinken. Beehren Sie uns bald wie wieder. Edel der hier auch angezogen ist. Also, in dieser Stadt, in diesem Land, keine Ahnung, Junon ist doch ein Land, oder? Und nicht nur eine Stadt, bin mir nicht mehr sicher. Aber hier werden Bücher auf jeden Fall groß geschrieben. Also, so ein Etepetete-Bücherlokal habe ich auch noch nicht gesehen. Aber was wird denn hier verkauft? Was sind das denn für Dinger? Hat das auch irgendwas mit Büchern zu tun? Vermutlich nicht, aber das sieht ja alles sehr nach Printmedien aus. Ach, da steht ja noch eine, hi. Kommandant! Wir Fibelinchen geben jede Woche unsere Buchempfehlungen. Haben Sie Interesse? Meine Empfehlung ist der neueste Band von König Kaktor. Das ist ein echter Knaller. Die Story erreicht in dem Band ihren großen Höhepunkt. Die Szenerie, die der König am Ende seiner langen Reise sah. Ups! Mehr darf ich an dieser Stelle aber noch nicht verraten. Holen Sie sich den Band jetzt gleich, um nicht gespoilert zu werden. König Kaktor. Ich glaube, das Buch hier würde ich mir am ehesten noch kaufen. Wie die alle austicken, wenn wir die anquatschen. Aber wir wissen ja inzwischen auch um die Autorität, die unser Helm uns gewährt. Das ist ja gerade alles ein sehr interessantes Paralleluniversum. Einkaufszentrum Ebene 3. Ach so, also ist damit tatsächlich nur dieses Gebäude gemeint. Ich dachte, auch außerhalb des Gebäudes würden wir uns in einem Einkaufszentrum befinden. Aber möge dieses Einkaufszentrum niemals enden. Hier, glaube ich, ist, glaube ich, der bisher spannendste Ort, den ich hier besucht habe in dem Spiel. Meinst du? In Ruhe umschauen lohnt sich. Für die Qualität bürge ich. Hat der gerade so gehustet? Ey, der sieht ja aus, als würde der gleich zusammenbrechen. Was stimmt mit dir nicht, Kumpel? Also hier haben wir auf jeden Fall schon alles. Schade, ich vermisse so ein bisschen die Nuller. Andererseits... Der hustet die ganze Zeit. Der hustet ja schlimmer als ich. Ist bestimmt auch Raucher. Wobei, ich bin eigentlich nur Gelegenheitsraucherin. Also bei mir ist es jetzt nicht exzessiv. Ich kann auch ohne über einen längeren Zeitraum. Aber ich verzichte auch nicht, wenn sich gute Gelegenheiten bieten, sage ich mal. Auch wenn es nicht gesund ist, das soll hier keine Werbung sein, aber ich bin immer für
für Leben und Leben lassen und ich tue mir damit nur selber weh, keinem anderen. Von daher habe ich da auch gar kein schlechtes Gewissen. Hi. Wird ihr sicher stehen? Ah, Kommandant, Sie kommen genau richtig. Ich bin gerade dabei, ein Geschenk für meine Freundin auszuwählen. Welche der Branchen spricht Sie mehr an? Die mit den Maschinengewehren oder die mit den Bajonetten? Du bist echt dermaßen peinlich. Beachten Sie ihn gar nicht. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Eure Pause ist vorbei. Ab nach draußen. Jawohl! Ich fand den eigentlich gerade voll sympathisch, weil das der erste war, der so ein bisschen normal mit uns umgegangen ist. Auch wenn das wahrscheinlich in diesen Personenkonstellationen eigentlich nicht gewünscht ist, so. Aber ich wette, Cloud hatte auch Sympathie für den übrig. Ich wette, Cloud kostet das auch ein bisschen Überwindung, hier mal den Dicken raushängen zu lassen. Ich kann nicht glauben, dass das die letzte Ebene war. Das war hier so aufschlussreich. Sorry, dass ich die ganze Zeit aufstoßen muss. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich trinke eigentlich nur Kaffee. Oh mein Gott, Red hat irgendwie Fans an Land gezogen, die er wahrscheinlich gar nicht haben will. Können wir dir helfen? Die Uniform steht euch gut. Woher wusstest du, dass wir es sind? Durch euren Geruch. Deine Nase ist wirklich beeindruckend, Red. Sie ist beinahe wieder ganz die alte, seit wir Midgar und das Marco hinter uns gelassen haben. Auch diesem Ort möchte ich schnell den Rücken kehren. Diese Kinder schleichen schon die ganze Zeit um mich herum und versuchen, mich zu streicheln. Ich mag kuschelig aussehen. Aber in dieser Hinsicht verstehe ich keinen Spaß. Tja, aber das kannst du den Kindern halt nicht begreiflich machen. Wenn du jetzt in deren Gegenwart allerdings anfangen würdest zu reden, dann wären sie wahrscheinlich nur noch mehr aus dem Häuschen. Aber geh doch einfach weg. Guck mal, du kannst doch so weit und so hoch springen. Du könntest dich irgendwo hinbegeben, wo die Kinder gar nicht rankommen. Das wäre jetzt mein Vorschlag an ihn. Kaserne Südjunon Vorraum. Auch diese Kaserne ist wunderschön. Hier ist einfach alles wunderschön. Wie schön kann ein Ort bitte sein? Also das war das allerletzte, womit ich gerechnet hatte, als ich mitbekommen habe, dass man in Rebirth auch Junon besuchen wird, dass das ja alles so hübsch ist. Also detailliert und so, das weiß man ja. Aber es ist so abwechslungsreich. Für mich war Junon in meiner Erinnerung einfach nur so ein großer, hässlicher, stählerner, militärischer Kasten, wenn man so will. Aber es ist ja doch schon so eine kleine Augenweide hier. So, hier bin ich jetzt aber wieder. Genau, hier bin ich wieder an der Stelle erstmal schön den Sessel in den Eingangsbereich geschmissen. Oder war das ein Tisch? Nee, das ist ein Sessel. Keine Ahnung, wie ich dazu gekommen bin, aber sorry für die Unordnung. Die denken jetzt bestimmt, ich bin der Kommandant und ich bilde mir was auf mich ein, weil ich jetzt hier eine dicke Rüstung und einen dicken Helm auf habe. So, ich mache nur noch einmal den Kontrollgang durch die Mitte, weil ich ja mit meinem Fokus auf die Ränder sonst immer Gefahr laufe, mittig irgendwas zu übersehen, aber es sieht auf den ersten Blick... Oh, sorry, Dame, das wollte ich nicht dich umschubsen. Das sieht aus wie so eine Bushaltestelle oder so. Das ist aber einfach nur zum Chillen hier, oder? Oder war das mal eine Haltestelle? I don't know. Ey, hier irgendwo in so einem Brunnen oder so hätten sie durchaus eine Materia mal reinpacken können. Das wäre nämlich auch wieder super einfach zu übersehen gewesen. Gab es auf der anderen Seite auch so einen Brunnen? Die Treppe da oben bin ich schon mal lang gelaufen, ne? Ich will jetzt nur noch mal gucken. Weil wenn es dann... Nee, das war der einzige... Oh, nee, hier ist... Nee, das ist kein Brunnen. Das sieht ein bisschen danach aus auf den ersten Blick, aber... Das wäre auf jeden Fall der hässlichste Brunnen aller Zeiten, wenn es einer wäre. Hier bin ich aber unten noch nicht gewesen. Moment, so ganz fertig bin ich hier noch nicht. Aber dann können wir uns wieder anderen Gebäuden widmen, beziehungsweise gleich wieder dem Außenareal. Hi. Was gibt's denn hier Schönes? Das sieht auch wieder so gemütlich und einladend aus. Aber mein Highlight war auf jeden Fall diese komische Kellerbar oder was das da war, wo die da alle gesungen haben. Auch wenn wir dort nie Stammgast werden können, weil sich Cloud wahrscheinlich dafür nicht die Haare kahl rasieren wird, aber naja, war trotzdem schön. So, hier ist auf jeden Fall keiner. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus, als könne man hier noch jemanden mitnehmen. Aber wir haben, glaube ich, hier draußen noch einige Gebäude,
die wir bisher gar nicht von innen gesehen haben. Obwohl doch, diese ganzen Symbole, die sind ja alle von hier drin zu erreichen. Ich dachte, wenn ich hier draußen die Straße ablaufe, würde ich nach und nach die Läden besuchen können, so wie es halt im Original der Fall auch gewesen ist. Aber man lernt nie aus. So, da kamen wir jetzt gerade raus. Aber drei weitere? Hier waren wir auch schon vor nicht allzu langer Zeit. Genau. Da wollte sie uns nämlich ein einziges Zimmer anbieten. Hier ist zu. Warte mal. Okay, ich glaube, ich laufe das hier in zwei Bahnen mal ab, weil ich will erstmal verstehen, ob man hier noch irgendwo reinkommt. Hier waren wir bestimmt auch. Genau, das ist der Waffenladen. Ich glaube, hier unten haben wir sogar Leute gefunden, die wir rekrutieren konnten. Das ist der zweite Eingang in das große Gebäude. Habe ich auch verstanden. Können wir auch einen Haken dran machen. So, und hier kommen wir nicht rein, auch wenn das sehr suspicious interessant aussieht. Ja, aber ich kann das doch noch nicht abschließen, wenn mir noch drei fehlen. Wo habe ich die denn übersehen? Vor allen Dingen bin ich eigentlich der Meinung, ultra gründlich gewesen zu sein, aber das muss ich doch irgendwie komplettieren lassen. Ich gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen die Straße ab. Vielleicht habe ich auch mittig irgendwas übersehen. Die 7. Infanterie. Ach, hier komme ich noch in den zweiten Abschnitt, kann das sein? Oder wird dann gleich die Sidequest starten? Ich weiß nicht. Ich will jetzt einmal nur nochmal den Weg durch die Mitte mir erlauben. Und ich glaube aber, wir müssen zurück zu unserem Auftraggeber, bis das startet, oder? Weil als ich sie das letzte Mal angequatscht habe, hatte sie darauf hingewiesen, dass ich noch nicht genügend Leute habe. Aber keine Ahnung. Warte mal, wie sieht denn das jetzt hier aus? Das erinnert mich ein bisschen an Fort Condor, weil hier auch unterschiedliche Klassen abgebildet sind. Oh Gott, das wird schon wieder so ultra komplex, wenn ich das hier oben schon wieder sehe. Was ist das? Eine Formation von eiskalter Schönheit. Anzahl der Eingabebefehle, Mittel, Tasten, alle vier. Aber die vier Tasten hast du hier überall. Einige Tasten müssen lange gedrückt gehalten werden. Eine Formation, die die Zuschauer unter Strom setzt. Einige Tasten müssen wiederholt gedrückt werden. Dieser Formation zeigt die 7. Infanterie mit Gras ihre brennende Leidenschaft, Anzahl der Eingabebefehle. Dann ist das doch aber am leichtesten, die dritte Darbietung, oder? Oder muss man sowieso alle machen? Ist mir alles noch zu hoch. Das ist mir etwas zu hoch. Ich gehe jetzt einfach mal zum Ausrufezeichen. Werde aber vorher nochmal abspeichern. Nur für den Fall der Fälle. So, dann gucken wir mal. Also wenn ich jetzt hier drei Leute irgendwo noch ausgelassen habe, dann könnt ihr mir gerne auch mit Hilfe von Zeitstempeln, wenn ihr möchtet und die Muße habt, mitteilen, wo das hier passiert sein soll. Ich war der Meinung, sehr gründlich gewesen zu sein. Ach, da stehen sie ja schon. Boah, das gibt mir gerade ein richtig schlechtes Gefühl. Ich wette, ich habe irgendwo eine Abzweigung übersehen, die mich noch in so einen komplett anderen Bereich reinbringt. Aber wo soll der gewesen sein? Na gut, ich gehe jetzt zu ihr. Ich habe gespeichert. Alles gut, glaube ich. Kann ich mit dir auch nochmal reden? Nee, kann ich an dir vorbeilaufen? Nee, führe deine Einheiten zusammen und erstatte Bericht. Boah, wäre das jetzt kein Let's Play, ne? Ich würde alles nochmal ablaufen. Aber uns erspare ich das jetzt. Die 7. Infanterie Midgars meldet sich zum Dienst. Diesmal nicht verschlafen, was? Die Parade beginnt in Kürze. Ich hoffe, du bist bereit. Eigentlich gar nicht. Ich möchte die Formation ändern. Ich möchte noch etwas üben. Wo finde ich noch mehr Gardisten? Das ist eine gute Frage. Was denn? Immer noch nicht alle beisammen? Schon in den Unterkünften gesucht? Mach deine Sache ordentlich. Unterkünfte? Wo sollen die denn sein? Ich möchte die Formation ändern. Teilnehmende Einheiten, Reserveeinheiten. Welche Formation ist denn... Guck mal, ich habe jetzt nur das Fenster, ohne dass ich irgendwas drücke. Wo sehe ich denn, welche Formation ich gerade habe? Oder ist das hier oben die Reihenfolge? Und du musst sowieso alle drei Formationen machen. Hä, wenn ich X drücke, passiert hier auch nichts. Ich kann hier meine Leute kann ich ändern. Ach so.
Ach so, und je nachdem... Im Moment, der Schwierigkeitsgrad bei der Ramu-Formation ist gerade höher geworden. Das will ich gerne wieder bei 2 Sternen belassen. Kann ich das auch irgendwo auf 1 Stern runtersetzen? Hier würde ich mit der Ifrit-Formation anfangen, was mir eigentlich gerade ganz gut passt. Aber wie kriege ich das auf 1 Stern? Ich möchte das gerne leicht haben. Ich bin ein sehr fauler und unfähiger Mensch. Ich möchte das ja auch wieder gespiegelt haben. Ah, ich sehe einen 1 Stern, 2 1-Sterne sogar. Hier genauso. Das ist eine gute Formation für mich. Weil die rote, die Ifrit-Formation, ja sowieso die einfachste ist. Und, ja, die mit 2 Sternen, das ist okay. Warte mal, ich guck mal, ob ich nochmal 3x1 Stern kriegen kann. Das geht wahrscheinlich, wenn ich die restlichen Gardisten noch finde. Ich weiß doch noch nicht so ganz, was sie mit Unterkünften meint. Das muss doch, Unterkünfte ist doch das, wo Chatley stand. Oder nicht? Da, wo irgendwas mit Schlafgedings stand. Habe ich das jetzt so bestätigt, wie ich es wollte? Ich möchte noch etwas üben, möchte ich nicht. Wir verneinen mal. So, wie sieht's aus? Jawohl, 2x1 Stern. So, welche Unterkünfte? Ich könnte... Ich habe 2 Ideen. Einmal der Chatley-Bereich. Die Herberge. Das meint sie wahrscheinlich nicht mit Unterkünften, sondern schon das, wo die... Wo nicht die Touris pennen, sondern wir. Also wir, beziehungsweise die Gefolgsleute der Kommandanten oder so. Ich habe schon wieder Probleme mit den Termini. So, hier war die Umkleidekabine. Das hier war auch keine Unterkunft. Die stehen jetzt hier auch nicht mehr. Okay. Dann würde ich sagen, müsste ich jetzt den Chatley-Bereich nochmal finden. Aber Chatley ist ja hier auch eingezeichnet, oder? Der hat doch sein eigenes Symbol. Oder nicht? Wo war denn Chatley nochmal? Ey, Leute, den habe ich hier aber getroffen. Wo war das? Warte mal, wo kann ich nochmal die Bereich auswählen, Etage auswählen? Hier. Zauberfibel. Chatley, wo bist du? Da, das habe ich gesucht. Wie heißt der Ort? Zweig, ja, es ist natürlich richtig geil, wenn das alles hier so überlappt. Zweigstelle Süd-Junon Schlafstätte. Da will ich hin, auch wenn ich mir nicht vor... Warum kann ich das nicht? Ich wollte diesen Bereich einfach markieren. Ich konnte da gerade keinen Marker setzen. So, ich probiere es nochmal, aber ich glaube, das ging nicht. So, wie markiert man nochmal? Aktueller Standort. Ach, R3 markieren steht da unten. R3 markieren. Ach, jetzt habe ich den Marker gesetzt, alles klar. War nicht die Schuld des Spiels, ich nehme alles zurück. Tut mir leid, ich küsse deine Augen, Spiel. Ach, das war hier gleich das erste Gebäude. Da, wo ich den Part heute auch begonnen habe. Und hier sind noch weitere Gardisten. Aber ich bin ja beim letzten Mal schon ein bisschen lost gewesen, was das ganze Gebäude hier angeht. Hier haben wir aber jemanden rekrutiert. So, ihr habt dieses komische Symbol nicht über dem Kopf. Das muss da oben in dieser schummrigen Ecke irgendwo gewesen sein, da wo Chatley mich auch abgelenkt hat. Wenn ich da was übersehen habe, dann ist das alles Chatleys Schuld, weil der steht da wie so ein Psycho, der gleich auf einen losgehen will. Ich kann dafür nichts. Er ist der Böse. So. Und wo genau soll ich jetzt hier jemanden übersehen haben? Gibt es hier irgendwie eine geheime Besenkammer, von der ich nichts weiß? Hier ist der Typ, der sich um die Katzen kümmert. Hier hatten wir letztes Mal das Ratten-Thema noch. Jetzt komme ich hier nicht zurück, weil ich irgendwie festhänge. Also irgendwie weiß ich nicht, was ich mit diesem Hint anfangen soll. Oder liegt hier jemand im Bett? Ist jemand im Spind eingesperrt, den man befreien muss? Habe ich da gerade was gesehen? Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, ich hätte dieses Symbol gesehen. Dieses Ausrufezeichen-Symbol. Aber hier ist doch niemand. Oder sind das nicht die Unterkünfte? Das ist ja die Schlafstätte. Wo sind denn die Unterkünfte? Ich habe keine Ahnung. Aber es macht mich betroffen, dass es hier trotz Hinweisen mir nicht gelingt, rauszufinden, wo ich die restlichen Gardisten finde. Das kann es doch nicht sein. Wo zur Hölle sind denn hier Unterkünfte?
Das wird doch aber auch eher weniger in diesem Bereich hier sein, oder? Ich würde eigentlich sagen... Oder muss ich hier nochmal hin? Dem gebe ich jetzt nochmal einen Versuch. Ach nee, kann ich ja gar nicht. Das war ja der Aufzug, der nicht fahren wollte. Nee, dann gehe ich jetzt weiter. Boah, aber das wird so ein richtiges Ärgernis sein. Also, ich hoffe, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, dass man die jetzt irgendwie nicht finden kann, was ich für hart unrealistisch halte. Aber das allerschlimmste Szenario wäre für mich, dass ich vielleicht an diesem Ausrufezeichen hier schon irgendwann vorbeigelaufen bin, ohne das erkannt zu haben. Aber ich habe ja 3 ausgelassen. Das heißt, ich muss eigentlich ein komplettes Areal übersehen haben, was aber irgendwie da ist. Oh Mann, ey. Ich bin nicht glücklich, aber ich geh jetzt trotzdem weiter. War hier noch irgendwas? Nee, hier kam ich nicht weiter. Och Mann. Resigniert und zerknirscht melde ich mich zum Dienst. Alles erledigt? Nee, ich glaube nicht, aber im Rahmen meiner Möglichkeiten schon, ja. Siebte Infanterie mit Gas! Achtung! Was ist denn? Wir sind heute hier. Und die Augen der Welt sind alle auf uns gerichtet. Und deshalb... Dürfen wir Midgar... Dürfen wir unsere strahlende Stadt nicht enttäuschen? Scheitern kommt nicht in Frage. Und das werden wir nicht. Klar? Wir haben den besten Kommandanten. Und er wird uns zum Sieg führen. Also schaut zu ihm auf und seid guten Mutes. Nicht wahr, Sir? Ja. Sag doch noch was. Vertraut mir! Wir werden den Sieg davontragen und mit ihm die Ehrenauszeichnung! Das ist heute unser erklärtes Ziel! Jawohl! Niemand kann uns schlagen! Jawohl! Holen wir uns den Sieg! Jawohl! Kommandant! Es wird Zeit. Auf nach Nord-Junon. Sicher. Na, das war meine holprige Ansprache. Wann wurde sie zuletzt abgefeuert? Vor 5 Jahren, Sir. Heute wäre auch ein guter Tag. Aber, Sir. Sir, auch Salutschüsse bei Festlichkeiten stehen außer Frage. Denkt an das Waffenstillstandsabkommen mit Wutai. Na und? Eine neue Zeit ist angebrochen. Verkünden wir es. Großartig, Sir. Das gefällt mir. Ein Überraschungsfeuerwerk wird die Zuschauer entzücken. Sir, es ist an der Zeit. Ja, da haben wir 2 Exemplare, die kriegsbegeistert sind. Oh Gott. Oh Gott, es geht los. Hier entlang. Hallo, wir befinden uns hier in Nord-Junon. Schauen Sie nur, begeisterte Gesichter, einfach überall. Die Menschen haben sich heute hier zusammengefunden, um unseren neuen Direktor zu begrüßen. Und hier kommt
die Motorradstaffel. Atemberaubend. Perfektion auf zwei Rädern. Und nun, der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Shinras frischgebackener Direktor. Die Menge tobt. Nanu? Was passiert jetzt? Abschuss bereit, Sir. Gut. Läuten wir eine neue Ära ein. Feuer! Das war unglaublich. Aber das kann doch nicht sein. Kam dieser Schuss wirklich? Ja, aus Junons Kanone. Uns immer noch in Nord Junon. Hier startet gleich die letzte Kompanie. Begrüßen Sie mit mir die 7. Infanterie Midgars. Der Kommandant der Kompanie wirkte sehr überzeugt. Sie wollen die Ehrenauszeichnung des Direktors für alle, die gerade in Midgard zuschauen. Und nun erwarten wir ganz gespannt Ihre Darbietung. Richten Sie Ihre Augen auf die 7. Infanterie Midgars. Links! Um! Formation! Ramu! Panik. Man merkt ihnen das Training an. Letzte Darbietung! Los! Sie machen auffällig viele Fehler. Was? Potenzial. Die Kommandos sitzen perfekt. Scheiße. Einer von denen ist wirklich auf Zack. Oh Mann, ey, da wäre mehr drin gewesen. Sie sahen soeben die erste Darbietung der 7. Infanterie Midgars. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Also, wie sieht es aus? Man spürt, wie viel Potenzial in dieser Kompanie steckt. Das war doch eine sehr solide Leistung. Dieses Ergebnis lässt wirklich hoffen. Nächste Runde jetzt. Kompanie, halt! Erste Darbietung, los! Das ist unfassbar schlecht. Was? Ich habe aber gehalten. Wann muss man denn wieder loslassen? Das wurde einem im Tutorial gar nicht erklärt. Die Truppe wird sehr ausgeglichen. Formation! Shiva! Haben die überhaupt trainiert? Sie machen sich nicht schlecht. Aber das geht noch besser. Letzte Darbietung! Boah, das regt mich richtig auf. Ganz und gar fantastisch. Ja, das war zu früh, Mist, ey. Ja, das war schlecht. Aber ich weiß nicht. Sie sahen soeben die zweite Darbietung der 7. Infanterie Midgars. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Also, wie sieht es aus? Sie haben es ohne große Zwischenfälle geschafft. Auf dieser Leistung kann man sicher aufbauen.
nicht schlecht. So könnten sie am Ende groß rauskommen. Ich bin trotzdem nicht zufrieden. Links! Um! Erste Darbietung! Los! Ach, das geht schon los, Mann! Ey, warn mich doch mal vor! Sie sollten lieber noch mal von vorne beginnen. Mir fehlt es ein wenig an Geschmeidigkeit. Geschmeidigkeit? Ich kann wirklich keine Fehler entdecken. Zweite Darbietung! Los! Ich traue mich kaum zu blinzeln. Welch leichtfüßige Bewegungen. Man spürt den engen Zusammenhalt der Truppe. Okay, das war eine gute Runde, ne? Zwei Fehler nur gemacht. Ah, Mann, ey. Wäre trotzdem mehr drin gewesen. Und damit wurden wir alle Darbietungen des heutigen Tages gesehen. Oh, Entschuldigung. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Also, wie sieht es aus? Hören Sie sich das an! Ganz Junon ist aus dem Häuschen! Das Publikum lässt die 7. Infanterie Midgars hochleben. An diese einmalige Darbietung wird man sich hier bei Shinra noch sehr lange erinnern. Und nun kommen wir zur Verleihung der Ehrenauszeichnung. Was sagt der Direktor? Bleiben Sie dran! Nein, kein Problem. Sie haben uns nicht bemerkt. Ich werde etwas mit Ihnen plaudern. Kümmer du dich um die Schwarzkutten. Verstanden, Sir. Die Pause ist um. Ihr verfolgt die Schwarzkutten. Es war diese Parade ein voller Erfolg. Man hat förmlich gespürt, dass euer Herz für Shinra brennt. Davon konnte sich unser neuer Direktor überzeugen. Ich freue mich, die Sieger hier zu uns aufs Podest zu holen. Jede Darbietung war herausragend. Doch am Ende kann nur eine Kompanie die beste sein. Der Preis für die gelungenste Darbietung geht an... die überragende Motorradstaffel! Verflucht! Wir wollen die Ehrenauszeichnung. Wieso? Herr Oberkommandant! Okay! Ja! Oh, was für ein Schock! Es wirkt, als würden nur Mensch und Maschine zu einer Einheit verschmelzen. Es folgt die Ehrenauszeichnung des Direktors. Ja, aber erst in der nächsten Folge, ihr Lieben. Es tut mir echt leid, dass ich hier mitten in der Cutscene das Ganze abbreche, aber ich bin jetzt schon bei über einer Stunde. Das heißt aber im Umkehrschluss, wir haben jetzt verloren, richtig? Und wir hätten den ersten Platz wahrscheinlich machen können. Das vermute ich jetzt einfach mal, wenn man die 100.000 Punkte erreicht hätte. Das ist schon ein bisschen enttäuschend.
Aber na gut, ich bin mit dem Ergebnis trotzdem zufrieden dafür, dass ich dieses Minispiel mit am meisten gefürchtet hatte. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.